Ja, schönen guten Abend, Greifswald. Schön, dass ihr wieder alle da seid und für eure Rechte einsteht und für eure... Freiheit kämpft. Ja, meinen berühmten Satz mittlerweile mehr oder weniger, dass ich kein Nazi bin und kein Schwurbler bin, den spare ich mir jetzt mal. Ich denke, das wissen alle die hier sind. Aber anscheinend nur die hier sind, denn ich habe den Eindruck, dass es einige nicht wissen, dass wir keine Nazis sind und keine Rechtsextremisten. Denn bei der letzten Sitzung, bei der Bürgerschaftssitzung, da war wieder ganz klar dieses typische Narrativ, sobald man eine gewisse andere Meinung hat und gewisse Dinge einfach hinterfragt, ist man gleich wieder rechts und ein Nazi. Und dann muss ich sagen, da habe ich keinen Bock mehr drauf, mich da so zu beschimpfen zu lassen, weil man muss ganz klar sagen, ich weiß auch nicht, ob die Leute das wissen, was das bedeutet. Für mich waren die National- oder sind die Nationalsozialisten Massenmörder, Vergewaltiger und Unmenschen. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf, wie gesagt, mich so zu beschimpfen zu lassen. Und das ist ein absolutes No-Go und das weise ich zutiefst zurück. Ja, wenn euch nichts anderes einfällt, dann ist es echt erbärmlich. Und ja. So viel dazu und ja, Thema Asylpolitik. Der Herr Sack hat ja da seine Ausführungen gegeben. Ich meine, ehrlicherweise muss man sagen, er hat uns die sauren Äpfel gegeben, hat sie uns zwar als Rosinen verkauft, aber die sauren Äpfel hat er mal benannt. Und da war doch ganz klar zu hören, dass wir jetzt schon völlig überlastet sind, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo es einfach nicht mehr geht, wo wir nicht wissen, wer den Flüchtlingen die deutsche Sprache beibringen soll, wo wir nicht wissen, wo wir die unterbringen. Und ja, das, wie gesagt, das System ist da am Kollabieren und da meinte er, die Aufgabe des Landkreises ist es, die Flüchtlinge trotzdem zu verteilen. Leider kam ich nicht bei der Sitzung dazu, aber da würde ich nochmal ganz gerne zu sagen, die Aufgabe ist doch genauso eines Landrats, sollte doch genauso sein, eines verantwortlichen Politikers zu sagen, wann Schluss ist und wann einfach die Grenze erreicht ist. Und diese Sache muss es ja auch weiter nach oben geben. Da muss ich dann sagen, okay Leute, wir können nicht mehr, es geht nicht mehr und das muss weitergetragen werden nach oben. Und wenn ich da auf taube Ohren stoße, ja, dann muss ich meine persönlichen Konsequenzen ziehen und muss sagen, nein, stopp, mit mir nicht mehr, ich ziehe meinen Hut. Und denn eins ist klar, wenn das mal passieren würde, dass jemand so denken würde und seinen Hut aufgrund dessen ziehen würde, dann könnte er eine Partei gründen, hätte auf jeden Fall mindestens gleich 20% hinter sich. Und zwar... Und zwar, weil man dann erkennen würde, dass dort jemand steht, der seine eigenen Interessen hinten anstellt und Verantwortung übernimmt. Ja, Thema Demokratie, also ich muss sagen, sie lebt noch, also im letzten Faden lebt sie noch, aber wisst ihr, warum sie nur noch lebt? Weil wir hier auf der Straße sind, weil wir hier kämpfen und weil wir sie einfordern. Da merkt man, wie extrem wichtig das ist und dass diese Aussage, das Volk oder wir können nichts ändern, völliger Bullshit ist. Denn wie gesagt, wenn nicht wir, wer dann? Und das ist, war diesmal ganz klar deutlich, denn sonst wäre der Beschluss einfach so durchgewunken worden. Und ja, also wir haben was zu sagen, wir machen weiter, wir kämpfen und wir sehen uns wieder auf der Straße. Danke, Marco. Vielen Dank.